Ja, meine lieben Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem ersten Bürgerworkshop beim Thema Digitalisierung. Es hat ja die Stadt Plattling gemeinsam mit der Stadt Deggendorf, wir haben den Zuschlag bekommen für das Projekt Smart Cities, Smart Regions. In Bayern sind 12 Städte ausgesucht worden und wir als gemeinsames Oberzentrum, lieber Hans, sind genommen worden. Und uns freut das, was jetzt rauskommt. Das ist eigentlich einmal gespannt, was rauskommt, weil wir es alle nicht wissen, was rauskommt. Digitalisierung ist ja die Zukunft, aber was bedeutet denn wirklich diese Digitalisierung für uns als Kommunen? Und da sind wir gespannt, wenn Sie sich einbringen, auch wenn das Büro das jetzt ausarbeitet und dass wir es dann in den Gremien auch später diskutieren können. Und ja, lieber Hans, ich glaube, dass da viel gibt zum Mauer zwischen Deggendorf und Plattling. Ja, ich glaube, die Digitalisierung schreitet voran, lieber Christian. Man sieht, Corona hat uns teilweise gezwungen, schneller zu sein, als wir eigentlich wollten. Oder wir mussten schneller sein, so muss man sagen. Wir haben ja teilweise reagiert. Jetzt haben wir die Chance, gemeinsam mit dem Programm zu agieren. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, hier mal nach vorne zu gehen und zu schauen, was kann man in so einem gemeinsamen Oberzentrum auch aufgrund der örtlichen Nähe wirklich an Mobilität und dergleichen über die Digitalisierung verbessern, erreichen. Ich glaube, wir haben einen guten Zusammenhang ohnehin über die TH Deggendorf, gemeinsam mit dem Forschungszentrum Moderne Mobilität in Plattling. Das verbindet uns in der Richtung sowieso. Und da, glaube ich, haben wir einen guten Ansatz. Und jetzt schauen wir, was bei dem Ganzen rauskommt. Genau, und darum macht es intensiv mit, bringt es euch ein. Und ja, wir sind gespannt. Genau, wir warten auf die Ergebnisse. Dann viel Spaß. Dankeschön. Und auch einen herzlichen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Marc Schartmann. Ich bin auch Teil des IDEC-Planer-Teams und arbeite als Data Scientist und Projektmanager bei Omega Lambda Tech mit einem Hintergrund in der Physik. Und auf den folgenden Folien werden wir uns jetzt in diesem gezeigten Schaubild von unten nähern, das heißt von der Smart City-Perspektive aus. Wie gesagt, wir stehen noch sehr am Anfang, das ist ja der Kick-Off-Termin erst, aber wir wollen jetzt schon versuchen, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, und dass wir eben mit Hilfe von Praxisbeispielen das Ganze so ein bisschen konkretisieren und greifbar machen können. Und das soll zum einen dazu dienen, dass wir so ein bisschen Denkanstöße geben und auch zur Ideenfindung dann einladen, auch von Ihrer Seite aus. In der Präsentation, die wir jetzt hier zeigen, benutzen wir so ein bisschen die Darstellung in einer fiktiven Smart City App, wie Sie hier sehen können auf der Folie. Und so wurde sie allerdings schon in Teilen auch von den Städten angedacht. Und die Idee dahinter ist, dass man eine Vielzahl von Informationen und Services darin bündeln kann. Das heißt, wie bereits dargestellt, sollen im Konzept die wichtigen Themen der Stadtentwicklung mit den Smart City-Themen dann verknüpft werden. Und das reicht, wie man hier auf der linken Seite sieht, das reicht dann von den Themen der intelligenten Mobilität und der Infrastruktur über intelligente Verwaltung bis hin zu Freizeit- und Naturthemen. Und eine mögliche App könnte es den Bürgern dann ermöglichen, diese neuen Angebote effizient zu nutzen und stellt ebenso dann eine Verknüpfung her zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung. Wir haben jetzt hier auf der nächsten Folie mal als Beispiel die Routenplanung und Fahrtprognosen genommen im Sinne von einer intelligenten Mobilität oder dann auf der nächsten Folie noch die Angebote, die man im Rahmen von einer digitalen Verwaltung dann mit integrieren könnte. Nur so als Beispiele. Und jetzt für die folgende Diskussion wollen wir uns dann auf die vier wichtigen Themen, die auf der nächsten Folie dargestellt sind, konzentrieren. Das ist zum einen die Mobilität, die Energie, die Infrastruktur und die Verwaltung. Und gerade im Smart Mobility Bereich, das soll zum Beispiel durch intelligente Ampelschaltungen, durch Parkraumlösungen, durch die Darstellung des öffentlichen Nahverkehrs, durch Verkehrs- und Straßensituationen soll hier eine Entlastung der Innenstädte geschaffen werden, eine Vernetzung des Oberzentrums an sich und dadurch eben auch Mehrwerte natürlich für Pendler zum Beispiel geschaffen werden. Jetzt im Bereich der intelligenten Energie und Infrastruktur, da konzentriert sich die Fragestellung dann mehr auf die Herausforderungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Elektromobilität, der ressourcenschonenden Gebäudesteuerung und auch des Ausbaus von intelligenten Strom- und Wassernetzen. Das Ganze dient der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele zum einen und der Sicherstellung der Versorgungssicherheit dann durch Schaffung von Angeboten zum einen für die Versorgung,
Dienstleister, aber auch für die Bürger natürlich. Und eine bessere und einfachere Kommunikation und eine Verbesserung der Dienste für die Bürger soll dann durch eine intelligente Verwaltung und die, wie schon gesagt, die digitale Bündelung von Bürgerdiensten erreicht werden. Und jetzt in den folgenden Folien wollen wir uns so ein bisschen auf bereits existierende Beispielumsetzungen konzentrieren. Das sind die fettgedruckten Begriffe, die hier noch zu sehen waren, um das Ganze so ein bisschen zu konkretisieren. Und wie gesagt, das soll auch so ein bisschen Denkanstöße und so ein bisschen ein Brainstorming dann auch hervorrufen. Hier in dem ersten Praxisbeispiel für die intelligente Mobilität, da dient das Beispiel von, das kommt aus München, das ist eine für München entwickelte Smart Parking Anwendung. Und hier wurde mittels historischer Daten wird ein zeitlich und räumlich aufgelöstes Parkplatzbelegungsmodell erstellt für das gesamte Stadtgebiet. Und das dient dann wiederum als Grundlage für konkrete Handlungsempfehlungen bei der effizienten Parkplatzsuche und kann dann durch die Integration von weiteren Echtzeitdaten, zum Beispiel vom Handyparken, dann auch sowas wie den Belegungsstatus, den derzeitigen Belegungsstatus einiger Parkplätze darstellen beispielsweise und ermöglicht damit eben, dass man ein intelligentes Parkleitsystem aufbauen kann. Auf der nächsten Folie haben wir das zweite Praxisbeispiel und das widmet sich dem intelligenten Abfallmanagement. Das wurde ja auch schon andiskutiert und das geschieht durch eine optimierte, sensorbasierte Entleerung von Müll- und Recycling-Sammelcontainern. Das ist hier dargestellt ebenfalls und angewandt auf München in dieser Animation, die man hier sieht. Und diese vergleicht den klassischen turnusgemäßen Entleerungsrhythmus auf der linken Seite, ist dann verglichen mit der sensorbasiert optimierten Routenführung für die verschiedenen Fahrzeuge, die hier mit den verschiedenen Farben dargestellt sind, die verschiedenen Routen. Und wenn man jetzt eine genaue Kenntnis der Füllstände hat, dann erlaubt es sowohl eine Routen- als auch eine Flottenoptimierung gleichzeitig. Und das ermöglicht dann zum einen dem Bürger einen verbesserten Service, das heißt, er steht nicht mehr vor übervollen Containern. Und für die Städte bietet es einen kosten- und einen zeitsparenden Einsatz der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge und eben auch eine optimierte Investitionsplanung gerade für die Flotte. Und beides erlaubt eine Erhöhung der Transparenz und auch der Planbarkeit für beide Parteien. Dann im dritten Beispiel auf der nächsten Folie, das ist ein Praxisbeispiel für Infrastrukturthemen. Das betrifft den Umbau des Trinkwassernetzes beispielsweise hier in ein intelligentes Netz. Das heißt, durch den Einbau von Durchflusssensorik zum Beispiel, das erlaubt dann die automatische Überwachung der Rohrleitungen und auch die Detektion von Wasserleckagen in nahezu Echtzeit wiederum. Das heißt, was hier gezeigt ist, ist der Verlauf der Wasserdurchflüsse als Funktion der Zeit. Das sind die verschiedenen bunten Linien. Und jetzt, wenn man ein abnormales Verhalten detektiert, das ist dieser Peak nach oben der blauen Kurve beispielsweise, dann kann man jetzt durch Vergleich mit einer Bibliothek von vorberechneten Simulationsdaten desselben Netzes jetzt auf die genaue Position und die Größe einer Leckage zum Beispiel zurückschließen. Und das ermöglicht dann signifikante Senkung der Trinkwasserverluste durch eine schnelle Reaktion und vor allem eine gezieltere Beseitigung der Leckagen. Und es vermeidet sehr teure Kollateralschäden durch Unterspülungen von Straßen und Infrastrukturen, wie man das ja jetzt hinlänglich gesehen hat. Und damit trägt es eben signifikant dazu bei, dass die Versorgungssicherheit in Zukunft besser sichergestellt werden kann und dass man auch gesteckte Nachhaltigkeitsziele erreichen kann. Dann im vierten Beispiel, das ist sehr aktuell. Wir haben ja in den letzten Jahren eine Zunahme von Extremwetterereignissen, ist das sehr sichtbar geworden. Das waren zum einen die Trockenjahre, speziell das Jahr 2018 und natürlich die aktuellen Starkregenereignisse. Und das stellt die Versorger vor sehr notwendige und sehr kritische Entscheidungen für den Ausbau der Netze, zum Beispiel der Trinkwassernetze. Und das kann dann durch Langfrist-Szenariosimulationen unter Einbezug von Modellen für den Klimawandel, also hier Temperatur und Niederschlag sind dargestellt, für das Bevölkerungswachstum und auch für das Industriewachstum beispielsweise, als auch für strukturelle Änderungen kann es dann effektiv unterstützen, wie sich die Strukturen entwickeln sollen als Planungstool. Und hier dargestellt ist es von einem Projekt für die Berliner Wasserversorgung.
und in dem sollten Vorhersagen gemacht werden für die kommenden 50 Jahre unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit wiederum und der Nachhaltigkeit. Und hier ist zum Beispiel beispielhaft dargestellt, wie sich der Zufluss dann der Berliner Gewässer in diesen relativ geschlossenen Kreislauf in Berlin darstellt, wie sich der verändert, dann wie sich die Entnahmen verändern und weitere wichtige Kenngrößen wie zum Beispiel Wasserqualität. Und was man hier machen kann, man hat dann verschiedene Indikatoren wie die Wasserqualität oder Grundwasserstände, die dann kritisch sind für artenreiche Feuchtgebiete beispielsweise. Und das dient dann als Werkzeug dazu, dass man eine kostenoptimale Planung machen kann für den Ausbau der Infrastruktur, wiederum unter Berücksichtigung der Resilienz. Dann im nächsten Beispiel wird ein ähnlicher Ansatz verfolgt. Und hier geht es jetzt um den wichtigen Schritt, den man ja hin zur Klimaneutralität machen will und um diesen planbar zu machen und umsetzbar zu machen. Und was hier dargestellt ist, eine Web-Applikation, die den CO2-Fußabdruck darstellen soll für eine Kommune oder auch eine ganze Stadt. Und dann werden alle relevanten CO2-Quellen werden dann wiederum mittels Szenariosimulationen abgebildet und damit analysierbar gemacht. Das erlaubt dann zum einen, dass man die Auswirkungen verschiedener möglicher Maßnahmen auf den zukünftigen CO2-Fußabdruck der Stadt umsetzen oder man kann sie vor der Umsetzung analysieren und damit kann man das Ganze natürlich deutlich kostenneutraler gestalten und abschätzen, was letztendlich auch der Benefit davon ist. Und man kann das Ganze schön visualisieren und entsprechend dann bewerten, die einzelnen möglichen Maßnahmen. Und damit kann man dann die Grundlagen setzen für eine datenbasierte Entscheidungshilfe, um das Erreichen eben der spezifischen kommunalen Klimaschutzziele zu analysieren und entsprechend zu verfolgen. Dann im letzten Beispiel haben wir auch schon darum gesprochen, innerhalb des IDEX soll ja über digitale Dienste und die intelligente Zusammenführung und die Nutzung von öffentlichen Daten soll ein digitales Ökosystem aufgebaut werden, welches zum einen die Bürger mit der Verwaltung und auch mit anderen Beteiligten dann optimal vernetzen soll. Und eben auch als Verknüpfung zwischen diesen wichtigen Themen, wie hier dargestellt, die Mobilität, die Umwelt und Gesellschaft, Stadtplanung etc. herzustellen. Hier ist es gezeigt am Beispiel der Modellkommune Kirchheim. Und die Idee ist, dass man dadurch eben einfach nutzerfreundliche digitale Dienste für die Bürger schaffen will, welche dann zum Beispiel Antragsverfahren beschleunigen, welche die Transparenz für alle Beteiligten erhöhen werden und dadurch eben signifikante Effizienzsteigerungen der Wechselwirkung mit der öffentlichen Verwaltung beispielsweise erlauben sollen. Genau, und um jetzt die Möglichkeiten dieser besprochenen Herangehensweise ein bisschen plakativer zu gestalten, streben wir jetzt an, dass wir auch schon während der IDEC-Planungsphase, das heißt in den kommenden 1,5 Jahren ungefähr, schon kleinere, relativ sehr schnell umsetzbare und sensorbasierte, meistens Mini-Piloten aufsetzen wollen und versuchen, diese auch mit Partnern dann umzusetzen. Und das erlaubt uns, sowas wie einen Feldversuch zu starten, sodass man die notwendigen Verknüpfungen der beteiligten Partner zum einen herstellen kann, testen kann, entsprechend evaluieren und bewerten und dann auch optimieren kann. Und zudem sollen diese Projekte eine erste für alle Beteiligten und für alle, die letztendlich wollen, eine offene Datenbasis generieren, welche es dann Dienstleistern wie Startups zum Beispiel ermöglichen soll, dass man bereits erste Dienste entwickeln kann und dann zur Verfügung stellen kann. Und gleichzeitig hat man dann auch eine Möglichkeit, dass man eben praxisbasierte Kosten-Nutzen-Analysen für die öffentliche Hand und Bürger durchführen kann. Und hier haben wir als erste mögliche Mini-Pilotprojekte, haben sich so ein bisschen die folgenden Themen bei unseren Brainstormings und auch bei unseren Diskussionen mit verschiedenen Beteiligten herauskristallisiert. Das war zum einen aus aktuellem Anlass natürlich der Ausbau der Hochwassersensorik, verknüpft mit Prognosen und einem Frühwarnsystem, zum Beispiel dann auch über eine Web-Applikation. Dann Echtzeitverkehrsmessungen und Prognosen des Verkehrsaufkommens und der Bereitstellung von Daten zum Straßenzustand, das heißt zum Beispiel den Vereisungsgrad von Brücken könnte man darstellen.
Dann, wie bereits schon andiskutiert, die intelligenten Mülltonnen und Recyclingstationen. Und zuletzt dann noch die Schneehöhenmessungen zur Loipenoptimierung und Messung der Auslastung zum Beispiel von Wanderwegen, um eben Freizeitangebote optimieren zu können. Das ist jetzt so ein erstes Brainstorming. Natürlich weiß niemand besser als Sie, welche Services besonders nachgefragt sind, die wir eventuell dann auch relativ schnell umsetzen könnten als Beispielprojekte. Und daher bitten wir Sie natürlich auch um konkrete Vorschläge und auch um Bewertung der jetzt hier vorgestellten Themen. Und wie Sie dann konkret beitragen können, werden wir auch dann im Folgenden noch ausführlicher diskutieren. Besten Dank. Jetzt haben wir noch ein paar weitere Mentimeter-Umfragen für Sie vorbereitet und daher würde ich gerne das Wort an Frau Himmelein wieder zurückgeben oder weitergeben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schartmann und auch Herr Schmidt. Genau, ich hatte jetzt noch zwischendrin wieder ein paar Mentimeter-Umfragen, aber jetzt sehe ich gerade, dass im Chat eine Frage speziell zur Finanzierung solcher Apps gestellt wurde. Deswegen würde ich das einfach mal dazwischen nehmen. Ich lese es einmal vor. Es wird gefragt, wer entwickelt die verschiedenen Apps bzw. wer finanziert diese? Wird dies an Startups über ein eigenes Businessmodell ausgelagert und von den Kommunen lizenziert? Oder übernehmen die Kommunen die Entwicklung der App und deren verschiedenen Funktionalitäten? Ich selber denke, das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, aber eventuell können wir alle zusammen, das Planungsteam und die Vertreter der Städte, dazu kurz Stellung nehmen. Nachdem so eine Stadt-App ja schon mal angedacht war, eventuell kann Herr Pfeiffer dazu was sagen. Ja, also zum Thema der Finanzierung bzw. der Konzipierung so von so einer App. Ich glaube, dass es da eher ein Zwischending von den Themen, die eben der Herr Schimpel auch angesprochen hat, sein wird. Und zwar werden wir uns als Kommunen vor allem jetzt auch auf Basis dieses Modellprojekts Gedanken machen, was könnte denn Sinn ergeben? Macht so eine Stadt-App überhaupt Sinn? Wir würden uns dann eben über den Content Gedanken machen und das den Mehrwert, den die App den Bürgern bieten soll. Und dann würden wir so etwas eben in Auftrag geben. Da können sich natürlich dann auch Startups mit bewerben. Soll das Ganze dann, diese Stadt-App dann individuell entwickelt werden. Es gibt ja auch schon fertige Module oder fertige Stadt-Apps. Die haben wir uns auch schon teilweise angesehen. Allerdings konnten die jetzt nicht zu 100% das abdecken, wo wir jetzt bereits im Hinterkopf hatten. Außerdem fehlt uns ja noch irgendwo der Input der Bürgerschaft. Und den wollen wir jetzt eben im Rahmen dieses Modellprojekts auch einholen. Was ist den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Deckendorf bzw. der Stadt Plattling wichtig? Und auf Basis dessen können wir dann weiter entscheiden als Kommunen, wie wir da eben weiter verfahren wollen. Ich würde gerne noch ergänzen, dass auch bei unserem Projekt, bei der Erstellung des IDEX in einer späteren Projektphase gefordert wird, dass wir die möglichen Realisierungs- oder Umsetzungsprojekte auch untersuchen im Hinblick auf mögliche Betreiberkonzepte oder auch Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu Fördermöglichkeiten. Also das wäre jetzt erst in einer späteren Projektphase tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, die Frage wurde zufriedenstellend beantwortet. Dann würde ich jetzt nämlich übergehen zu unserer nächsten Mentimeter-Umfrage zur Smart City Stadt App. Und zwar würden wir gern wissen, wie stehen Sie denn grundsätzlich zu einer Smart City Stadt App? Ohne jetzt genau schon zu wissen, was die alles kann oder welche Funktionen die hat. Sagen Sie, nein, brauche ich eigentlich nicht oder super, ich würde sie nutzen oder ein Test wäre es auf jeden Fall wert oder ich kann mir noch gar nichts darunter vorstellen. Also, es zeichnet sich ab, dass grundsätzlich der Großteil der Anwesenden hier
recht positiv gegenüber einer Smart City Stadt App stehen. Ein paar sagen, ich kann mir noch nichts darunter vorstellen. Da wird bestimmt im Laufe des Projekts noch mehr Klarheit darüber gegeben, sodass sich jeder was drunter vorstellen kann, wenn es dann konkreter wird und sich herausstellt, es soll tatsächlich eine Smart City Stadt App umgesetzt werden. Dann würde ich weitergehen zur kommenden Frage. Das ist jetzt etwas anders aufgebaut von den Antworten her. Und zwar ist das Ziel oder eine Aufgabe vom IDEC-Projektteam im Laufe des Projekts, die Handlungsfelder rauszufinden, wo das größte Potenzial und der größte Nutzen für Digitalisierungs- und Smart City-Projekte für Deckendorf und Plattling da sind. Ist das jetzt im Bereich Mobilität oder Verwaltung oder Wohnen, Quartiere? Hier sehen Sie übergeordnete Begriffe. Und jetzt würden wir von Ihnen gerne wissen, wo würde für Sie persönlich der größte Nutzen liegen für den Ausbau von Digitalisierungs- oder Smart City-Projekten? Das ist jetzt hier erstmal eine sehr intuitive Antwort wahrscheinlich. Vielleicht können Sie sich bei manchen Themen oder Handlungsbereichen auch noch nicht so genau vorstellen, was soll das? Man muss auch nicht jede Frage oder jede Antwort ranken. Man kann auch Teile auslassen. Aber für uns ist es ganz spannend, so eine erste Idee zu bekommen, wo liegt denn der größte Bedarf? Ganz links wenig Handlungsbedarf, ganz rechts hoher Handlungsbedarf. Hier zeichnet sich jetzt ab, dass im Bereich Mobilität anscheinend hoher Handlungsbedarf herrscht. Genauso im Bereich Umwelt, Ökologie, was auch unseren Zielen in dem Projekt entsprechen würde. Bildung, Soziales natürlich auch. Es zeichnet sich hier jetzt auch ab. Und hier haben wir auch ein paar bei Sonstiges. Es ist klar, dass wir hier nicht alles abbilden können. Gerne dürfen Sie gleich in den Chat schreiben, welche Überbegriffe Sie denn noch für weitere Handlungsfelder sehen. Ich würde jetzt weitergehen, zurück in die Präsentation. Wie gesagt, die Ergebnisse der Mentimeter-Umfragen können Sie sich gerne zuschicken lassen. Moment. Und ich würde wieder das Wort an den Herrn Professor Schmidt geben, der mit der Präsentation weitermacht. Gerne dürfen Sie parallel in den Chat schreiben, wo Sie noch weitere wichtige Handlungsfelder für Smart City-Projekte sehen. Ja, danke. Das war jetzt schon sehr interessant, wo Sie Ihre Schwerpunkte individuell sehen, wo Sie sich sozusagen das auch vorstellen können. Ich möchte noch mal auf die von Herrn Schartmann zuletzt dargestellten fünf Beispiele, die sensorbasierten Mini-Piloten, eingehen. Also schnell umsetzbare Projekte, Kleinprojekte in den beiden Städten, in der Region. Das sieht erst so aus, naja, dann machen die da so ein bisschen klein-klein. Aber man kann das alles natürlich so sehen, dass zum Beispiel die Hochwassersensorik in Hanglagen, das liegt natürlich auf der Hand, Sicherheit nach einem Starkregen und Warnung für die Bevölkerung, das könnte jetzt zum Beispiel zu einer City-App führen, zu einem Modul da drin, Klimaanpassung. Das heißt, das würde dann noch weiter wachsen können. Oder das Thema Echtzeitverkehrsmessung und Stauprognosen, das könnte jetzt erstmal heißen, naja, wir wollen mal sehen, dass die Innenstadtstraßen frei bleiben und gucken, wie viele Autos da in den Tiefgaragen stehen. Aber das kann eben nicht weitergehen. Und es könnte sein, dass Stellplatzanlagen außerhalb der Innenstadt entstehen und mal viel weiter gedacht, ein Shuttle-Service mit kleinen, autonom fahrenden E-Bussen entstehen könnte. Umsteigen wäre das Motto, statt im Stau stehen. Also das Motto, und hier sehen Sie zum Beispiel so einen grünen Punkt, Mobilität im IV steuern.
Intelligente Mülltonnen war schon gesagt und erläutert von Herrn Schartmann. Das Abfallmanagement ist hier ein Punkt, denn das spart sicher eine Menge Energie und Personal, wenn die Fahrzeuge nicht in der Gegend rumfahren und keinen Müll einsammeln können, weil die Tonnen noch leer sind. Also es sind größere Zusammenhänge. Und schließlich der Loipenoptimierer, und jetzt wird es ein bisschen komplexer, tolle Sache im Winter. Aber man kann dann natürlich sagen, ja, wenn die Loipen schön sind, dann fahren alle Leute auf diesen einen Parkplatz und dann sind wir auch nicht mit der CO2-Reduktion weiter und das Ärgernis, irgendwo im Stau zu stehen, wenn man eigentlich auf der Loipe sein will, könnte dazu führen, dass man einen Shuttle-Service einbringt. Also Mobilitätsdienstleistungen, auch hier ein Punkt, der einen grünen dicken Punkt enthält. Ohne Autostau auf der Bergstraße die Freizeit auf der Loipe zu genießen, statt vorher sich zu ärgern oder hinterher bei der Rückfahrt. Also Sie sehen, diese Mini-Projekte haben im Grunde einen größeren Zusammenhang im Blick jeweils und lassen sich sehr leicht in verschiedene Oberthemen integrieren. Das heißt, wir wollen es nicht bei den Mini-Projekten belassen, sondern wollen sie selbstverständlich in größere Apps einordnen und damit die größeren Ziele auch verfolgen. Und damit schließe ich erstmal diesen Themenbereich ab, denn das ist sozusagen das integrierte digitale Entwicklungskonzept, was allen, wo auch immer, in diesem Themenbereich Nutzen bringen soll. Frau Himmelein. Genau, Herr Schmidt, vielen Dank für diese Zusammenfassung, was dieses IDEC überhaupt umfasst alles. Es sind jetzt fleißig Fragen im Chat angekommen, die ich jetzt gerne vorlesen würde. Zum einen meine Bemerkungen zu der vorherigen virtuellen App-Präsentation. Erstens, Smart Parking setzt vermutlich Einzelautos voraus, stattdessen lieber Fortbewegungsmittel Sharing wie Carsharing, Bikesharing, Rollersharing. Und zweitens, Frühwarnsystemwarnung ist gut, aber Handlungen seitens Behörde wie Schneeräumen oder Eis mit Salz bestreuen wäre besser. Also hier würde ich jetzt mal an den Herrn Schartmann zurückgeben, ob er da was dazu sagen kann. Genau, so ein bisschen hat es der Herr Schmidt ja schon gesagt. Es geht darum, dass man das Ganze dann letztendlich, das muss man eher ganzheitlicher sehen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur das Parken optimieren, sondern das Ganze muss dann letztendlich verknüpft werden. Also das ist jetzt nur ein Mini-Projekt sozusagen, aber es muss dann wieder in ein Gesamtkonzept integriert werden natürlich, dass man das dann verbindet eben mit diesen Shuttle-Services, dass man versucht, den Individualverkehr dann wirklich aus der Stadt rauszukriegen und dann einen Service gemeinschaftlich ins Zentrum zum Beispiel anbietet oder das Ganze attraktiv für Pendler zu machen. Wenn ich das ergänzen darf, ich finde es sehr gut, wenn Sie diese übergeordneten Themen natürlich so einbringen. Und das ist genau der Punkt, wo die Diskussion und wo das Einverständnis mit den Bürgern gefunden werden muss. Ist es nur, Parkgarage ist voll und uns ist es natürlich wesentlich wichtiger zu sagen, suchen wir das Sharing-System, suchen wir andere Fortbewegungsarten, die vielleicht aktive Mobilität auch mit einbeziehen, Klammer auf, ist wesentlich gesünder und die weniger Emissionen bringen. Also insofern, Warnung ist gut, aber Handlung seitens der Schneeräumen wäre besser. Das sind alles Dinge, die Bürger hier einbringen können, also jetzt nicht nur in dieser Veranstaltung, sondern in einer folgenden, um dem einen höheren Nutzen zu geben. Mhm, vielen Dank. Und dann noch Stichwort lebenswert, Verwaltung ohne Formulare, Doppelpunkt, Formular soll umlaufen, nicht der Bürger.
Da müssten jetzt wahrscheinlich die Städtevertreter kurz Rückmeldung geben, wie es da momentan läuft oder wie da der Stand der Dinge ist. Ja, also die Digitalisierung der Verwaltung ist bei uns ein laufendes Thema. Es gibt ja jetzt bereits das Bürgerservice-Portal bei der Stadt Deggendorf. Über das können viele Vorgänge abgewickelt werden, für die man eben früher entweder das Formular ausfüllen und postalisch zusenden musste. Geht jetzt online. Natürlich bei Weitem nicht das, was wir gerne möchten. Da gäbe es noch ziemlich viel, was man digitalisieren kann. Da sind wir auch dabei. Da gibt es jetzt auch die Förderung vom Freistaat. Da sind wir jetzt gerade dabei mit der IT der Stadt Deggendorf, dass wir gerade die wichtigen Formulare, die viel Parteiverkehr auslösen, herausfiltern und versuchen, die sukzessive dann eben zu digitalisieren auf unserer Website. Ganz wird es leider nie gelingen, weil man häufig persönlich erscheinen muss, entweder wenn es jetzt um einen Personalausweis geht, weil man ja unterschreiben muss, oder wenn es um eine Abmeldung, Ummeldung geht, da bleibt es leider nicht aus, dass man persönlich erscheinen muss. Also ganz vermeiden kann man es nie, den Gang zum Rathaus. Und ich also aus Sicht der Stadt Plattling nur so unterstützen, was der Kollege Pfeiffer gesagt hat. Wir sind dann ständig uns weiterzuentwickeln, vor allem der digitale Bebauungsplan oder der digitale Bauantrag. Das sind lauter so Parameter, die brauchen eine Zeit, das können wir nicht von heute auf morgen umstellen, aber die Zukunft wird es bringen. Wir werden versuchen, vom Papier ganz wegzukommen, wobei, wie der Kollege schon gesagt hat, der Herr Pfeiffer, ganz werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Mhm. Dann gehen die Fragen zurück in den Bereich Mobilität. Es wird hier angemerkt, Verkehrsprognosen im Zusammenhang mit den Einsätzen der FFW in Klammer BAB wären gut, eventuell mit geeigneten Umgehungen um Deggendorf-Plattling. Da bin ich jetzt nicht ortskundig genug, das sind wahrscheinlich die öffentlichen Verkehrsbetriebe. Wer kann dazu was sagen? Aber wenn ich darf, dann würde ich es beantworten. Ich habe wir haben mehrere Themen Mobilität drin. Ich versuche es mal ein bisschen so zu bündeln und zusammenzufassen. Thema Datenerfassung. Wir haben eine Frage, habe ich auch gesehen, gab es ein Thema Pendeln, also wie man das optimieren kann, wie man dafür auch vielleicht Verkehrswissen optimieren kann. Ich würde auf Sharing-Systeme nochmal gern kurz eingehen, weil wenn ja irgendwas prädestiniert ist für smarte Lösungen, dann sind das Sharing-Systeme. Denn die kann ich natürlich am besten optimieren, indem ich dann wirklich appgestützt auch arbeite und da die entsprechenden Angebote schaffe. Ich würde das Thema, also vieles, was da auch kommen ist, und ich habe auch ein paar Dinge auch so verstanden, dass es die weiteren, die sonstigen Punkte sind, die wir mitnehmen, aufgreifen auch in den nächsten Bearbeitungsrunden. Beim Thema Pendeln, ich weiß jetzt leider nicht, ob Pulsschlag ein Herr oder eine Dame ist, geht aus Regen, wird es auch um eine Kombination von vielem gehen. Wir leiden ja aktuell hauptsächlich darunter, dass alle zur gleichen Zeit und meistens alleine mit dem Auto zum Arbeiten fahren und dann dementsprechend wenig überraschend dann auch alle zur gleichen Zeit im Stau stehen. Da können natürlich auch smarte Systeme dazu beitragen. Das würde ich mir auch gerne quasi so als Aufgabe notieren. Wenn wir auch mal, also klar, ÖPNV auch, ist immer, wenn ich Verknüpfungen verbessere und optimiere, ist es ein Thema. Aber natürlich können auch smarte Lösungen dazu dienen, dass ich Fahrzeugauslastungen möglicherweise auch optimiere, also Mitfahrgeschichten und Ähnliches auch zu. Da gibt es auch entsprechend auch schon teilweise Modelle in anderen Kommunen. Und das würde ich gerne aufgreifen, dann in den weiteren Bearbeitungen, um zu schauen, ob wir da auch nicht im Zuge der IDEC-Bearbeitung auch hier vielleicht andenken können, wie hier Lösungsansätze aussehen können. Mhm. Genau, also hier haben wir schon sehr viele Ideen und Hinweise, was man machen könnte. Das wären auch wieder so Themen beispielsweise für eine Smart City App. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir übergehen zum nächsten Vortrag, nämlich zur Vorstellung der Bürgerbeteiligungsplattform PAP in Plan, denn dort ist es im Nachgang möglich, genau solche Dinge zu diskutieren. Es gibt Kommentarspalten, es gibt Möglichkeiten, Ideen einzubringen.
Insofern würde ich jetzt mal weitergehen und das Wort an die Frau Nitsch übergeben. Gut, vielen Dank. So, meine lieben Damen und Herren, meine Kollegen haben jetzt in ihren Vorträgen und jetzt auch in der Diskussion, haben wir ja schon erlebt, was es für eine Fülle an Themen und Aspekten gibt, wenn man ein digitales, integriertes Entwicklungskonzept erarbeiten möchte. Und ich denke, das Allerwichtigste ist aber trotzdem, dass Sie sich einbringen und dass wir das mit Ihnen gemeinsam tun. Weil nur so kann ein wirklich nützliches, integriertes, digitales Entwicklungskonzept für die Bürgerinnen und Bürger entstehen. Und deshalb ist einfach ist für uns ganz wichtig, dass Sie auch an den weiteren Veranstaltungen und an weiteren Beteiligungsmöglichkeiten genauso zahlreich wie heute teilnehmen. Denn nur mit Ihrer Ortskenntnis wird es uns gelingen, diese ganzen städtebaulichen Handlungsfelder durch die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung sinnvoll voranzubringen. Und ich würde Ihnen gerne jetzt auf der nächsten Folie zeigen, wie unser Projekt in Phasen gegliedert ist. Wir haben jetzt im Moment die Bestandsanalyse links fast abgeschlossen. Wenn ich kurz die Maus nehmen darf, und wir beenden die Bestandsanalyse mit der heutigen Auftaktveranstaltung. Wir sind jetzt eingearbeitet und bereit, uns intensiv mit Ihnen auszutauschen und intensiv mit Ihnen zu diskutieren. Und die nächste Phase wird eine SWOT-Analyse sein. Und für diese Phase der SWOT-Analyse haben wir uns vorgestellt, dass wir eine Online-Umfrage organisieren werden, weil es ist für uns ganz wichtig, dass nicht nur unsere Experten und Vertreter der Städte ihre Meinung kundtun, welche Themen wirklich wichtig sind für die Zukunft von Deggendorf und Plattlingen, sondern dass wir wirklich auch zu den einzelnen Fragestellungen ihre Einschätzung in die SWOT-Analyse mit einfließen lassen können. Und dann kommt die dritte Phase, das ist die Phase Zielformulierung, Definition von Handlungsfeldern. Und das ist natürlich die Phase, in der die Weichen gestellt werden. Und deshalb haben wir dort auch unsere wichtigste Veranstaltung gemeinsam mit Ihnen. Das wäre eine Bürgerwerkstatt, wobei wir heute noch nicht wissen, ob die digital oder wirklich wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden soll. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn Sie da wirklich sehr, sehr zahlreich, so wie heute, auch teilnehmen können. Und nachdem die Ziele und die Handlungsfelder definiert sind, dann werden auch unsere Data Scientists und unsere Experten für die Digitalisierung nochmal genau prüfen, welche Themen auch durch die Digitalisierung Potenzial mitbringen, also eine Umsetzung sinnvoll machen könnten. Und wenn dann Projekte entwickelt sind, die wirklich sinnvoll mit Digitalisierungsthemen sind, dann ist unsere Aufgabe, nochmal eine Übersicht zu erstellen und Prioritäten mit den Städten und auch den Bürgern zu entwickeln in einer Maßnahmen- und Finanzierungsübersicht. Das heißt, wir werden die Projekte gliedern und auch versuchen darzustellen, wie das finanziert, gefördert oder auch betrieben werden kann. Und ganz zum Schluss kommt dann noch eine Phase, in der wir Konzepte entwickeln für die Themen, die umgesetzt werden sollen, damit man das Monitoring machen kann und auch die Projekte evaluieren kann. Und jetzt sieht es so aus, als hätten die hinteren Phasen keine Beteiligungsmöglichkeit, aber ganz im Gegenteil. Unser eines ganz wichtiges Instrument ist, dass wir eine digitale Bürgerplattform nutzen. Und diese digitale Beteiligungsplattform, die nennt sich Pub in Plan. Und es ist eine Entwicklung von der Technischen Hochschule Deggendorf, und zwar vom Professor Zink und seinem Team. Und diese Plattform würden wir einfach gerne nutzen, wie es Frau Himmelein schon beschrieben hat, um Sie zu informieren, damit Sie und wir Meldungen einstellen können. Man kann die Meldungen kommentieren und man wird auch dort informiert über mögliche Teilnahmen an Umfragen, sowie werden wir auch dort die Umfragen durchführen. Und bevor ich Ihnen jetzt ganz kurz einen Blick in diese Software oder in diese Beteiligungsplattform Pub in Plan geben werde, hat die Frau Himmelein noch eine kleine weitere Mentimeter-Umfrage vorbereitet. Genau, das sind unsere
letzten beiden Mentimeter-Umfragen, an denen Sie teilnehmen können. Ich sehe gerade, es haben schon einige gewotet. Und zwar die Frage, haben Sie bereits an Bürgerbeteiligungsformaten in der Vergangenheit teilgenommen, von Infoveranstaltungen über Bürgerwerkstätten oder Workshops oder Umfragen zum Thema oder ausgerichtet von den Städten? Das sehen wir eine große Tendenz. Nein, noch nie. Umso mehr freut es uns, dass Sie heute mit dabei sind. Selten, regelmäßig eher weniger. Dann würden wir uns freuen, wenn in diesem Projekt dass das so bleibt und dass Sie bei uns dabei bleiben und uns im Projekt begleiten und bei Pub in Plan fleißig regelmäßig dabei sind. Dann gehe ich über zur nächsten Frage. Da diese Frage bezieht sich wirklich jetzt ganz konkret auf unser Projekt. Sie haben gesehen, nächstes Frühjahr soll eine Bürgerwerkstatt stattfinden und wir wissen jetzt noch nicht, wird sie digital oder in Präsenz stattfinden. Wir würden Sie jetzt schon mal abstimmen lassen. Würden Sie bevorzugt digital teilnehmen oder dass das Ganze digital wieder stattfindet oder würden Sie es lieber haben, dass Sie vor Ort in einer Bürgerwerkstatt mitarbeiten können? Kann es vielleicht sogar ein hybrides Format sein oder ist es Ihnen prinzipiell egal, wie diese Werkstatt stattfindet? Wir sehen schon, dass es relativ ausgeglichen ist, digital Präsenz. Das heißt, dann müssen wir einfach mal abwarten, zum einen, wie sich die Aufgaben ergeben, welche Form oder welche Ziele wir für die Bürgerwerkstatt haben werden. Und dann dürfen Sie gespannt sein, wie es im nächsten Jahr stattfindet. Aber das ist schon sehr interessant für uns, diese Verteilung zu sehen. Dann gehen wir zurück und jetzt wird Ihnen die Frau Nitsch noch konkret die Bürgerbeteiligungsplattform zeigen. Ich würde sagen, ich gehe direkt auf Pappenplan. Ja. Die Frau Himmelein hat uns jetzt schon online die Seite Pappenplan geöffnet. Und die Seite Pappenplan ist so organisiert, dass es praktisch für verschiedene Projekte immer einen Projektraum gibt. Und ich würde jetzt direkt hier mal auf unser Projekt klicken, das IDEC Deggendorf-Plattling, und Ihnen kurz zeigen, wie die Seite aufgebaut ist und wie Sie sich beteiligen können. Und zwar grundsätzlich können Sie hier links einfach durch die unterschiedlichen Kategorien sich durchklicken, aber es funktioniert auch, wenn Sie einfach nach unten scrollen. Und das Ganze beginnt dann mit ein paar Daten und Fakten zum Projekt, einer Projektbeschreibung und auch Informationen zur Nutzung von dieser Seite. Und dann kommt diese Karte, die ist für uns ganz wichtig und wir würden uns sehr wünschen, dass Sie sich hier rege beteiligen. Denn auf dieser Karte können Sie jetzt Ihre Meldungen posten und wir haben mal ein System entwickelt, dass wir gesagt haben, es wäre schön, wenn Sie uns mitteilen, wenn Sie eine Idee haben, die zu unserem IDEC passt, eine Smart City Idee, egal welche, es ist alles sehr willkommen, auch ganz unkonventionelle. Dann gibt es vielleicht schon im Oberzentrum diverse Smart City Projekte, die abgeschlossen sind, vielleicht in Entwicklung oder gerade in der Umsetzung. Das wäre dann diese Kategorie. Es wäre möglich, dass Sie uns Hinweise geben, dass Sie sagen, ich habe zwar noch keine Idee, was das mit der Digitalisierung zu tun hat, aber da müsste man was machen. Vielleicht gibt es jemanden, der das weiterdenken kann oder möchte. Und dann sehen Sie noch hier hinten diese blaue Kategorie. Das wäre ein Button, in dem wir vom IDEC-Projektteam immer wieder mal posten, wenn wir bestimmte Dinge unternommen haben oder Ihnen gerne was mitteilen möchten an neuen Erkenntnissen oder neuen Projektfortschritten. Und eine ähnliche Funktion hat dieser grüne Punkt hier. Und zwar ist es ein Punkt, wo wir gerne auch Ihnen die Möglichkeit geben möchten, sich zu zeigen. Also wenn Sie mal ein interessantes Thema in Deggendorf entdecken, wo Sie denken, da mache ich heute eine Meldung an alle IDEC-Interessierten oder wenn Sie an einem interessanten Konferenzthema teilgenommen haben und so weiter. Also der Bereich ist wirklich sehr vielfältig. Wir fänden es toll, wenn Sie sich dort ein Gesicht geben und sich dort vielleicht auch gegenseitig vernetzen.
Und für alle, die jetzt noch nicht so häufig an so einer Art der Meldung das verwendet haben, es gibt wirklich auch keinen falschen Ort, wo Sie das absetzen können. Wenn Ihnen gar nicht einfällt, wo Sie es hinsetzen, nehmen Sie einfach die Marktplätze oder die Rathäuser. Es wird auf jeden Fall ankommen, Ihre Meldung. Und hier unten sehen Sie dann, wenn man die Meldung absetzt, wie das dann auch in einer Art Listenform erscheint. Und ich wollte gerne hier nochmal darauf hinweisen, wir haben jetzt hier schon von unserer Seite die Mini-Piloten eingestellt, die der Herr Schartmann heute kurz erläutert hat. Sie können sich hier damit nochmal beschäftigen, sich das nochmal anschauen. Und wir würden uns ganz freuen, wenn Sie auch hier jetzt mit einem Daumen nach oben oder nach unten vielleicht bewerten, ob Ihnen diese Idee zusagt und ob Sie die sinnvoll finden. Selbstverständlich können Sie das auch textlich nochmal besser und ausführlicher kommentieren. Wenn wir eine Umfrage machen, kommt die direkt hier unten und es wird auch hier dann im Projektverlauf weitere Bausteine, wie das Projekt sich entwickelt, zu sehen sein. Und ein ganz wichtiger Punkt ist hier noch, dass es auch ein Newsletter geben soll, den wir dann regelmäßig versenden und Sie haben hier die Möglichkeit, sich zu dem Newsletter anzumelden. Ich denke, wir würden jetzt auch in einer abschließenden E-Mail zu dieser Veranstaltung Ihnen vielleicht nochmal den Hinweis schicken, dass Sie sich doch hier bitte bei Pub in Plan einloggen und rege mitmachen. Falls jemand doch irgendein Problem haben sollte mit den Funktionen, die wir jetzt hier nicht in aller Tiefe erläutern können, da haben wir eine kleine Kurzanleitung geschrieben, wie wir jetzt speziell den Projektraum für Deggendorf und Plattling nutzen kann. Und hier unten gibt es noch eine allgemeine Funktion, in der Sie uns Ihre Kommentare schicken können. Die Kommentare kommen direkt bei Frau Himmellein oder bei Herrn Pfeiffer an, die Sie dann als Erste lesen und auch kommentieren werden und Sie an entsprechende Projektbeteiligte weiterleiten werden. Genau. Ja, vielen Dank. Dann gehe ich zurück in unsere Präsentation. Jetzt kamen noch mal einige Infos. Gibt es denn zur Plattform Pub in Plan oder zur Bürgerbeteiligung bislang Fragen? Dann dürfen Sie diese jetzt gerne in den Chat reinschreiben. Falls momentan noch keine Fragen bestehen oder die Fragen den Rahmen sprengen würden. Wahrscheinlich müssen Sie selber erstmal auf die Seite Pub in Plan gehen und sich einen Überblick verschaffen. Ansonsten sehen Sie hier die Kontakte, wenn Sie Fragen an die Vertreter des Projektteams der Städte haben, also an Herrn Pfeiffer, an Herrn Grimm oder an Herrn Busch, dann dürfen Sie gerne an die idec@deckendorf-plattling.de schreiben. Der Herr Pfeiffer leitet es dann an die entsprechenden Personen stadtintern oder auch nach Plattling weiter. Und wenn Sie Fragen an unser Projektteam haben, ob jetzt von Omega Lambda Tech oder von SBA, dann dürfen Sie gerne mir schreiben. Das ist die idec@sba-architekten.de. Auch ich werde gerne direkt den Kontakt zu den Projektbeteiligten herstellen, sodass Sie da Ihre Fragen stellen können oder Diskussionen anregen können. Ansonsten hier auch nochmal der Hinweis, gehen Sie gerne gleich auf Pub in Plan oder morgen oder Wochenende, schauen sich die Seite mal an. Um kommentieren zu können oder um eine Meldung einstellen zu können, muss man sich einmalig anmelden bei Pub in Plan. Es ist dann danach kein Projektschlüssel notwendig. Das heißt, sind Sie einmal angemeldet, dann können Sie dort sämtliche Funktionen innerhalb unseres Projekts nutzen. Hier kommt schon eine Frage, mit welcher Kennung läuft die Anmeldung in Pub in Plan? Ich gehe jetzt nur einmal noch drauf, um zu zeigen, dass es wirklich einfach ist. Sie sehen hier oben, ich melde mich jetzt ab, hier oben ist ein Anmeldebutton. Sie sehen das Projekt auch ohne Anmeldung, aber um teilzunehmen, müssen Sie sich einmal hier anmelden. Sie müssen sich einen Benutzernamen überlegen und ein Kennwort und dann wird das per E-Mail bestätigt und dann können Sie schon loslegen. Das heißt, es ist kein gesonderter Schlüssel notwendig. Hier kommt gerade, ich kam leider zu spät zur Veranstaltung. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Und wir werden auch bei Pub in Plan die Folien der Veranstaltung gerne als Dokument anfügen, sodass Sie sich das in Ruhe nochmal ansehen können.
Genau, dann sind wir mit der Zeit eh schon recht weit vorangeschritten und wir werden am Ende der Veranstaltung, falls jetzt noch wichtige Fragen sind, nochmal kurz in den Chat schreiben. Ansonsten würde ich sagen, wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und wir würden uns sehr freuen, wenn sich dieses Interesse weiterzieht in PubInPlan. Könnten ein Link zu PubInPlan geteilt werden, wird gefragt. Sehr gerne. Ah ja, ist schon da. Genau, den Link zu PubInPlan sehen Sie hier im Chat. Okay. Herr Pfeiffer, Herr Busch, Herr Grimm, hatten Sie noch was? Ansonsten? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Gut. Alles toll gewesen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen und hat uns sehr gefreut, auch über die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Wir haben ja fleißig mitgelesen und notiert und hoffen, dass das sich jetzt in PubInPlan noch weiterentwickelt und dass wir da noch mehr an Ideen und Inputs sehen können. Wunderbar. Dann schließen wir die Veranstaltung und wünschen Ihnen allen einen schönen Abend.